Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Gesundheitsfernsehen. Heute freue ich mich auf einen Mann, der nicht nur einer der renommiertesten Wasserforscher Deutschlands ist, sondern auch ein Mann, der ganz tiefe Einbrüche in seinem Leben durchlitten hat, daraus gelernt hat, nie den Mut verloren hat und viel Neues in die Welt gebracht hat. Und das macht für mich auch seine Aussagen so authentisch. Und wir sprechen natürlich auch heute über das Wasser und es geht um die Mineralientäuschung. Eine lohnende Sendung, bleiben Sie dran. Hallo, sauber, schönes Intro. Hallo, lieber Erich. Ich freue mich sehr, bist du heute hier. Und du warst ja schon öfters bei uns zu Gast. Ja. Und in der Vorbereitung jetzt auf diese Sendung hatte ich einen Podcast gehört. Und das hat mich sehr tief berührt, weil ich habe gesehen, weißt du, du hast ja wirklich alles verloren. Du hast ganz schwierige Dinge in deinem Leben, muss ich sagen, durchlitten. Du hast gesagt, die Hölle vor der Sendung. Und bist heute so an einem Punkt, du hast so eine bayerische Frohnatur, kann man sagen, und hast wirklich das Positive und die Dankbarkeit und eben den Lernfaktor dieser Situationen gesehen. Und das, davor habe ich wirklich Hochachtung. Naja, Udo Jürgens singt ja immer, jeden Morgen geht die Sonne auf. Also ich habe das Lied tatsächlich hunderte Male schon gehört, immer in der Früh bei der Dusche und irgendwann, wenn der Herbst, wenn ein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt, das hat alles einen gewissen Sinn. Und der andere Satz ist dann, je schwärzer die Nacht, umso heller der Morgen. Und oft ist im Leben so, dass man sich denkt, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels, der weiße Zug. Ja, die überrollt. Genau, und in der Nachschau sieht man immer die schwierigsten Dinge, die erhalten auch. Das ist nicht nur ein Kalenderspruch, aber die enthalten wirklich die wertvollsten Wachstumschancen. Und die hast du gepackt und das finde ich beachtlich. Ja. Ich war vor, glaube ich, 27, 30 Jahren beim Astrologen und der hat sich schief gelacht über mein Horoskop. Er hat gesagt, du bist ein zäher Knochen. Und ich wollte ihm alles schildern so, und das hat ihn gar nicht interessiert. Man kann ja viel lesen, also wir sind ja heute so weit, dass wir wissen, es gibt viele Wege, es gibt die Akasha-Chroniken, es gibt viele Möglichkeiten, die Menschen auch zu sehen. Nicht nur an der Iris, am Auge, in der Zunge, überall siehst du einen Menschen. Absolut. In der Hand. Ja, und weißt du, ich erwähne das auch, weil für mich ist das so wichtig, gerade im Bereich Wasser gibt es so viele Täuschungen, Halbwahrheiten, Manipulationen, möchte ich fast sagen. Und ich finde immer wichtig zu sehen, welcher Mensch ist dahinter und macht eine Aussage, einfach auch zu verstehen, wie glaubwürdig etwas ist. Und deshalb einfach, weil ich es sehr beachtlich finde und weil ich auch wichtig finde, eben, dass man den Menschen dahinter ein bisschen spürt. Ja, es hat mich interessiert. Das ist so, wie wenn der eine Briefmarken sammelt, dann hat er plötzlich eine Leidenschaft wie Briefmarken, wo jeder denkt, sag mal, hat es da nicht alle oder Münzen oder so. Und so war es bei mir tatsächlich das Wasser. Ja. Ich weiß nicht wie, wo, was, warum. Das kam von innen heraus. Und das, je mehr ich mich interessiert habe, umso schwieriger wurde es, die ganze Geschichte. Und darum, komplexer. Komplexer, aber schwieriger. Und darum ist das, was ich da geschrieben habe, das heißt die Mineralienenttäuschung oder Täuschung heißt, sei froh um jede Enttäuschung, weil sie endet dann. Oft lebt man ja in der Täuschung, kennen wir aus unserem Leben auch. Man lässt sich beeinflussen, man ist jung, jeder hat sein Lebensthema. Und ich habe mal von der Birkenbühl gehört, das sagt, sei froh um jede Enttäuschung, weil dann endet deine Täuschung. Ja. Dann geht es wieder weiter. Schön gesagt. Ja, und du hast dich wirklich jetzt seit vielen Jahren, 27 Jahren mit dem Wasser befasst. Da stehe ich auf in der Früh und schlafe ein. Das ist immer der Gedanke, wie kriege ich es gebacken, wie kann ich das bezahlbar, nachvollziehbar, machbar. Es geht ja hier nicht, dass man sich als toller Theoretiker fühlt. Ich habe auch Bücher gelesen über Wasser, 400 Seiten. Und dann denke ich mir oft, der hat ja solche Schnitzer drinnen, solche gravierenden, einfachen Dingen, aber ich verzichte auf das ganze Kladderadatsch. Es geht ja darum, dass du was hast. Warum sind wir hier auf dieser Welt? Wir wollen was geben, was hinterlassen, was einfach Sinn macht, was dem anderen, dass er wächst und gedeiht. So ist das Leben. Wachsen, gedeihen, vergehen. Ja. Wir werden vergehen,
Aber die jungen Leute, sie sollen halt auch wachsen und gedeihen. Und diese Not, dieses Elend, das kann man einfach vermeiden, wenn man gewisse Dinge weiß. Ja. Ja, ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass man genügend Wasser trinken soll. Aber ich glaube, angekommen, was das wirklich in der Tiefe bedeutet, weil wir ja Wasserwesen sind, das ist vielleicht noch nicht angekommen. Und heute sprechen wir ja mal über eben diese Mineralien, weil oft denkt man, ah, da hat es ganz viel Mineralien drin, das ist gut für mich im Wasser. Und ich glaube, da liegt eben die Täuschung. Vielleicht können wir da mal ein bisschen ins Thema reingehen, um das wirklich aufzufächern. Was bedeutet das? Wo braucht man die Mineralien und wie? Wie können wir sie überhaupt ins System bringen und wo schaden sie vielleicht also mehr? Also das Buch, wo ich da jetzt geschrieben habe, das ist einfach so. Man kommt das man raus? Man kann es nicht mehr, jetzt Ende 2024 super. Ist es da. Ja. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber Sie sehen jetzt ganz kurz einen Trailer, einen Spot aus einer ganz besonderen Sendung heraus, das mich emotional sehr berührt hat. Und wenn es Sie genauso berührt und Sie finden, diese Sendung müssen Sie sehen, dann gehen Sie bitte in die Beschreibung rein auf YouTube und klicken Sie dort auf den entsprechenden Link. Viel Spaß! Es ist höchste Zeit, darüber zu sprechen. Entlang des Darmes haben wir die größte Menge der Immunzellen, etwa 85% unserer Immunzellen sind dort. Das heißt, wenn ich jetzt die Nahrung grundsätzlich ändere in der Struktur auf Produkte hin, die in der Evolution bisher gar keine Rolle gespielt haben, ändere ich natürlich auch das Angebot für das Mikrobiom und ich ändere die Zusammensetzung des Mikrobioms. Die Änderung des Zusammensetzung des Mikrobioms hat wieder gesundheitliche Folgen. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, des ganzen Verdauungssystems massiv zugenommen haben. Und wie heißt es, dass die Menschen... Die Mineralientäuschung. Okay, super. Die Mineralientäuschung. Ja. Und zwar ist da ein Wolf drin im Schafspelz. Super. Mhm. Weil ich kann es einfach nicht mehr hören. Man sagt oft, es ist zum Kotzen, weil jeder sich dann so hinstellt und sagt, naja, oder kommt sich super klug vor und sagt sich, ja, aber da fehlt ja das Gute im Wasser. Ja, aber das ist ja tot, das ist ja leer. Ja, und wir brauchen doch das Gute auch im Wasser. Und dann gehe ich heute in der ganzen Welt forschen. Ich habe Tabellen, ich war in Bern, in der ganzen Welt, schaue ich mir dieses Wasser an. Und ich kann es einfach nicht mehr hören. Es ist für mich unerträglich geworden, dieses, jetzt sage ich ganz bayerisch, das Geschmarre über die Mineralien im Trinkwasser. Das ist so ein, für mich, Blödsinn, weil mir hat Lauretana so geholfen. Mir persönlich, da lese ich mal 60.000 Ohm Widerstand und dann denke ich mir, ja, sag mal, die Bandscheibe hat 85% Wasseranteil. Was bedeutet 60.000 Ohm Widerstand? Und dann habe ich die Trinkwasserverordnung von 1980 europaweit, die Empfehlung Minimum 2500 Ohm. Ja, was heißt das jetzt? Du wirst jetzt nicht verstehen, was heißt Ohm? Je sauberer Wasser, umso höher ist der Widerstand. Aha. Ich kann Wasser nicht zusammendrücken. Wenn du jetzt im Frühjahr siehst, wenn dann die Gehsteige platzen, weil da irgendwie ein Löwenzahn sich seine Bahn macht, welche Kraft hat Wasser? Und diese Kraft hat nur reinstes Wasser. Mit reinstem Wasser begann es, die Bedeutung von reinstem Wasser, haben ganz bitter mussten die Seefahrer entdecken, als sie die ersten Reisschiffe von Indien nach Europa gebracht haben. Und da haben die halt den Reis auf die Schiffe verfüllt. Dann hat es ein bisschen geregnet, dann hat es das Schiff zerrissen. Und dann geht es ja weiter, Wahnsinn. Wie haben die Ägypter die Pyramiden gemacht? Ja, da hat es Regenwasser gehabt, aber Regenwasser heißt es bei uns, um Gottes Willen, das ist ja destilliert, da stirbst du. Aber das Regenwasser hat die Pyramiden in Ägypten gespalten, weil die haben einen Holzpflock rein zwischen die Spalten, einen Holzpflock eingebracht oder reingeschlagen. Und dann haben die Wasser drüber laufen lassen, eingeträufelt, dass das Holz die Nässe gehabt hat und dann haben sie gesagt, oh Herr, lass es Abend werden. Dann ist es Abend geworden, kühler, kälter und du weißt, bei 4 Grad dehnt sich das Wasser auf und so kannst du alles sprengen auf dieser Welt. Und es gibt ja auch die Wasserhydraulik. Vor das Öl erfunden wurde, gibt es ja auch Wasserhydraulik. Mhm. Und so führt der Weg wieder weiter zu reinem Wasser. Ich habe einen Bundesliga-Verein gehabt,
für den Mannschaftsarzt habe ich einen Aufsatz geschrieben, warum quietscht das Knie nicht? Das hat alles mit Wasser und mit Hydration zu tun. Mhm. Und darum ist halt Wasser, das reine Wasser, wie es uns vom Himmel kommt, mit der Kraft der Sonne, das sind diese 60.000 Ohm Widerstand. Und das, ich hatte neulich einen Elektriker auch da, zu dem habe ich gesagt, du, miss einmal das Wasser mit einem Messgerät. Und dann hat er den Widerstand gemessen. Und dann hat man auch das Leitungswasser gemessen. Und das hatte natürlich nur einen Bruchteil davon. Also, dass ich das jetzt ganz richtig verstehe, das heißt, wenn der Widerstand höher ist, dann ist das Wasser für unser System kraftvoller. Je mehr Trockenrückstände, sagen wir auch, ja, es hat, desto weniger groß ist der Widerstand. Oder wie ist das in der Korrelation? Je sauberer Wasser, umso weniger kannst du es zusammendrücken. Ja. Weil Wasser, also die Zuschauer zu Hause haben alle ein Haus. Die wohnen in der Regel nicht im Zelt. Aber jeder hat zu Hause ein Haus. Und da hast du die Hauswasserleitung. Da kommt das Wasser rein mit 3,9 Bar Druck. Mhm. Und was glaubst du, was reinstes Wasser für einen Druck entwickelt? Was hat das für eine Kraft? Wie ich gesagt, beim Knie, das nicht quietscht, bei der Hydration, du hast ja sehr viele technische Geräte, vor allem in der Lebensmitteltechnologie, da darfst du kein Öl nehmen, da hast du die Wasserhydraulik. So, und welchen Druck entwickelt es? 4 Bar sind geboten. Ja, dann wahrscheinlich auch um die 4 Bar, oder? Ich habe da keine Ahnung, ja. 400 Bar. Wahnsinn. Und du kannst das Wasser nicht, Wasser sprengt alles. Und das ist ja auch dieser berühmte Schürmannbau. Wenn das reinstes Wasser ist und du hast die Kraft der Sonne dazu, dann gibt es kein Halten. Sprengt alles. Weißt du, ich habe gedacht, ich weiß schon ziemlich viel über Wasser. Aber diese Überlegung, das habe ich noch gar nicht richtig verstanden, oder das habe ich noch nie gehört. Aber schau mal unsere Generation an. Ich wäre jetzt bald 70 und ich habe kein Problem, wo ich mein Leben lang Extremfußball gespielt habe. Mhm. Oder ich schaue meine Altersgenossen an, wenn sie kommen jetzt zum Klassentreffen wieder. Oh Gottes Willen. Hüfte, Schulter, überall die Gelenke, ja, da hast du ja diese Hydration brauchst du. Und beim Knie ist das beste Beispiel, da habe ich eine Folie drüber gemacht, da geht es um Ladungen. Aber je besser hydriert du bist, je mehr sauberes, reinstes Wasser du da drinnen hast, umso besser ist es. Und die Mineralien, darum schreibe ich die Mineralientäuschung, die Leute glauben halt, dass die Mineralien alle wertvoll sind. Im Wasser sind sie 0,00 wertvoll. Wertlos, praktisch wertlos. Das ist das Lauretanerwasser. Entschuldigung, wieder der Rückschluss, weil ich sage nicht mein Wasser, sondern bloße Lauretaner, die kommen aus der Natur. Und da gibt es richtig gute Wässer. Und egal, wo ich auf der Welt bin, überall steht auf der Flasche drauf die Leitfähigkeit. Mhm. Und dann weiß ich genau, aha, 25 Mikrosiemens, 30 Mikrosiemens oder bei uns französisches Nobelwasser, wo du viel Geld zahlst, 930. Krass, ja. Und dann sagen ja viele Leute, ja, aber die sind ja wertvoll. Aber Arsen oder Aluminium ist ja auch leitend, sind ja auch oft durch Filter. Wenn du Filteranlagen siehst, da werden diese Wässer beworben, weil das Gute bleibt im Wasser, die wertvollen Mineralien und die anderen nicht. Aber um das jetzt abzuschließen, ganz populär sage ich immer wieder, damit es jeder versteht, du kannst bei Eisen einen rostigen Nagel lutschen, oder du kannst ein grünes Blattgemüse essen. Also ich finde das so wichtige Informationen, Erich, dass ich das gerade ein bisschen gerne in zwei Teile machen möchte. Also der erste Teil ist ja mal eben dieser Widerstand, was das bedeutet im Körper und was das eben auch bewirkt. Die Reinheit, ja. Die Reinheit. Mhm. Und nachher schauen wir mal noch wegen den Mineralien, weil ich finde das so wichtige Informationen, dass man das wirklich ganz gut auch versteht. Und vielleicht kannst du uns anhand, du hast ja gesagt, du hast mit dem Wirbelsäule, Bandscheiben oder was, hast du ja Probleme gehabt. Ja. Kannst du mir vielleicht ganz, ganz konkret an diesem Beispiel erzählen, wie das gegangen ist, dass man das wirklich ganz in der Tiefe versteht? Das ist ja einfach. Jetzt nehmen wir mal ein Glas hier zum Beispiel. Das ist der Wirbelkörper. Das ist die Bandscheibe, das ist der Puffer. Ja. Das wissen wir ja. Das sieht man halt in den Lehrfilmen.
Und wenn ich hier, und das übersieht man immer, läuft der Nervenkanal entlang. Mhm. Am ganzen Rücken, das ist ja wie eine Autobahn, eine achtspurige, die Nervenkanäle laufen mhm. darunter. Und wenn ich natürlich jetzt einen Puffer habe, den ich zusammendrücken kann, dann habe ich die berühmte Quetschung. Ja. Und wir haben in Deutschland 180.000 Bandscheibenoperationen. Das heißt nicht, dass das Wasser alles hilft, weil manche kommen natürlich mit Verspannungen, die müssen zum Beispiel Atlas einrichten. Ja. Man kann auch ganz gut diese Dorntherapien machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass es wieder im Energiefluss ist. Mhm. Aber vom Grundsatz her, wenn du das nicht machst, wirst du ein riesen Problem haben. Das ist ja das ist Physik. Die Leute denken sich auch, was erzählt denn der? Das ist nur Physik, alles messbar. Das heißt ganz konkret, als du dann dieser Problematik eigentlich Beachtung geschenkt hast und das anderes Wasser, ich bin auch Fan von Lauretana ja. übrigens, ja. also ich habe keine Aktien, aber es ist wirklich ein tolles Wasser. Dann hat sich, wie sagen wir mal, der Widerstand in der Bandscheibe erhöht. Oder wie muss ich das verstehen? Natürlich, ich habe einen anderen Puffer. Ja, wunderbar. Ich habe ein altes Auto, das kennst du, mit 400.000 Kilometern. Ja. Da ist der Stoßdämpfer mal kaputt. Ja. Aber ich habe halt persönlich einen Stoßdämpfer. Wie gesagt, ich habe ja Idealgewicht, nur 20 cm fehlen mir, 30 cm, sonst ist mein Gewicht perfekt. Also, aber der Stoßdämpfer funktioniert halt und egal wo ich bin. Und ich habe mir jetzt leider beim Skifahren hat es mich halt, ich habe mal meine Operation gehabt, weil die Sehnen gerissen sind, aber ich werde wieder ins Fitnessstudio gehen und da hatte ich halt so Erlebnisse. Dann kommen die jungen Leute und dann gehst du auch an die Handelbank, gell? Und dann denken sie sich, oh ja, dieser alte Sack, da tu mal ein bisschen Gewicht runter und dann habe ich noch Gewicht drauf. Und dann sind die jungen Burschen, dann schauen sie die, nicht weil ich protzen will, aber mir tut das einfach gut. Ich liebe das und das ist ein gutes Körpergefühl, wenn du deine Kraft spürst. Absolut, absolut. Aber mir fehlt da einfach nichts. Ja. Ich habe null Probleme mehr. Und früher, es war eine Märtyrum. Ich sage immer Mobilat, Finalgon, Moorbäder, Krankengymnastik, Rückengymnastik. Wie alt warst du da, dass man das noch weiß? Das war so ums 40. Lebensjahr. Wahnsinn. Und jetzt hast 40. du keine Beschwerden? Never. Niemals. Ja. Ich schwör's. Ich habe einmal, hat es mich nur ein bisschen erwischt und dann habe ich drei Übungen gemacht von diesem Lüscher. Wie heißt denn der Dings? Andreas Lüscher oder wer? Nee, oder Liebscher und Prach. Liebscher Prach. Ja. Im Internet habe ich immer drei Übungen runtergebracht. Ja. Das habe ich zweimal gemacht und da war es wieder frei. Und das ist toll, 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 nie mehr gekommen. Überhaupt nicht. Also ich finde das so sensationell, dass das bei den Menschen wirklich ankommt. Weißt du, mir war auch klar, Entgiftung in Zelle bringen, aus der Zelle rausbringen, da ist ja enorm wichtig, oder? Aber dass eben auch dieser Widerstand, das ist für mich jetzt so eine Erkenntnis, die finde ich bahnbrechend, das muss ich wirklich sagen. Die Zelle braucht ja auch das Wasser. Und wenn ich jetzt ein Wasser habe, du kannst das vorstellen, du hast hier, ich will da, das ist diese berühmten Beispiele, wenn ich da jetzt 5 Kügelchen reintue, dann ist es schnell voll. Ja. Aber wenn ich reinstes Wasser habe, dann geht es besser in die Zelle, weil was ist eine Zelle? 70 Billionen haben wir. Die Menschen haben ja keine Vorstellung, was eine Zelle ist. Eine menschliche Zelle, die siehst du nicht. Mhm. Nummer eins. Aber jetzt erzähl mal jemand, dass eine Zelle im Schnitt 2000 Mitochondrien hat. Und die Mitochondrien sind ja aufgebaut wie eine Batterie. Und diese Mitochondrien haben innen drin auch wieder Wasser. Und Wasser in der Zelle ist auch, es gibt ja kein Wasser im Körper. Hast du schon mal Wasser gesehen? Ja. Never ever. Gibt es nicht, weil es immer EZ-Wasser ist, gelförmig. Extrazellulär und intrazellulär. Ja. Und wenn es mir jetzt gelingt, zu hydrieren, das Wasser in die Zelle reinzubringen, und jedes Wasser ist übrigens zellgängig, weil viele Leute sagen, so Wasserfilter fritzen, mein Wasser ist zellgängig. Und sage, was soll dann passieren, wenn es die anderen nicht zellgängig haben? Zerreißt die irgendwann oder was ist da? Also das nur nebenbei. Aber diese Mitochondrien, die sind angelegt wie eine Batterie. Und dann hast du eine Zone, die EZ-Zone, die ist negativ geladen, die schließt alles aus. Und wenn du das nicht machst, dann leidet die Mitochondrie, leidet die Zelle und irgendwann geht sie in die Selbstverspeisung über. Und da sind wir wieder bei der Beta-Analyse, bioelektronische Impedanzanalyse nach Vasson. Und der hat halt nachgewiesen, jede Krankheit braucht ein Milieu. Mhm. Und dieses Milieu muss halt stimmen und da hat er gewisse Parameter. Wenn du das nicht hast, das ist wie,
Das Milieu wie beim Pilzesammeln im Herbst. Du brauchst ein gewisses Milieu. Du brauchst es ein bisschen feucht. Du brauchst diese Wachstumsbedingungen, dann wächst der Pilz. Und er sagt, der Tumor, der wird genauso kommen, wenn du nicht das Milieu hast. Und dann schaue ich mir die Krebserkrankungen an. Brust bei Frauen, Prostata bei Männern. Reden wir über andere Dinge, aber es hat immer mit dem Milieu, mit der Durchblutung zu tun und mit diesen Geschichten. Also es hängt alles komplett zusammen. Aber die Mineralien, die wir im Wasser haben, das hat ja, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, der Grenzwert für Eisen in der Trinkwasserverordnung ist 0,2 Milligramm. Der Tagesbedarf der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind 12 Milligramm. Ja, was jetzt? Ja. Weil natürlich, wenn du dann nachschaust, das Eisen natürlich in der Form, wie wir es im Wasser hätten, das ist ja anorganisch und das würde dann stinken und das würde dann rosten. Also, aber die Leute sagen, aber wir brauchen ja Eisen. Es ist völliger Käse. Es ist einfach nur Geschäftemacherei und die Wasserversorger haben andere Themen wie die Mineralwasserversorger. Mhm. Aber die Wasserversorger, ich messe das Wasser in Bern, ich habe so eine Tabelle auch mir gemacht. In Bern sind viele sogenannte wertvolle Mineralien, die in Berlin ganz wichtig hochgehangen werden, die sind nicht nachweisbar. Du brauchst nur Homepage jetzt, Stadt Bern, Analyse gehen oder Salzburg oder Wien, dann siehst du komplett andere Werte. Ja. Und das ist die Täuschung. Ja, ganz, ganz spannend. Eben einerseits sind es ja diese eben Mineralien. Ist es dann auch so, wenn das Wasser auch noch mehr beladen ist, weißt du, mit Pestiziden, Nitraten oder was auch immer, ist das dann auch noch, hat das auch mit dem Widerstand nochmals etwas zu tun drauf oder hat das keine Verbindung? Nitrat sollte halt nicht, überhaupt nicht in den Körper rein. Ja, und Wasser ja. kann nur den Sinn haben, dass es den Müll raustut. Ja. Wasser ist Transport, Ver- und Entsorgung, ja. nichts anderes. Aber das beste Wasser, das ist die Wassermelone. Und in dem Buch, wo ich da habe, da bin ich ganz einfach, weil es kommt, weil ich sage, ich will ja was, dass die Leute was haben davon. Also marschiere ich in den Supermarkt und schaue Bananen, Äpfel, Pfirsiche, alles, was ich gefunden habe im Supermarkt. Da habe ich mal von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder bei Vitamin Express genau runtergeladen, wie viel Mineralien, Aminosäuren, Vitamine sind denn da drinnen? Was ist das für Kombination? Und darum heißt es die Mineralientäuschung, weil die Leute denken sich, ja, unser Leitungswasser hat ja Mineralien drin und mein Mineralwasser, da stehen 5 Werte drauf. Die Werte sind sowas für die Katz, weil es müsste ja dann draufstehen, ja, Tagesbedarf bei Kalium, du brauchst 4000 Milligramm Kalium, du hast jetzt 1,6 Milligramm, also trink jetzt 2000 Liter davon, dann hast du deinen Kaliumbedarf gedeckt. Ja. Also so ist es die Täuschung. Die Leute ja. lassen sich täuschen durch Werbeindustrie und die Mineralwasser, die Leitungswasser-Leute, was wird denn gemacht beim Leitungswasser? Das darf ja nicht mehr gut sein. Weißt du, warum das Leitungswasser nicht mehr gut sein darf? Nein. In Rastatt hatte man unfassbar viele PFAS-Fälle. Da wurden für 3,5 Millionen wurde eine Umkehrosmoseanlage angeschafft, aber die musste dann noch mineralisiert werden mit Löschkalk, damit die Leitungen nicht korrosiv sind. Ah, okay. Weil du kannst es vielleicht schon gut machen, aber darum haben wir ja den pH-Wert auf mindestens 6,5 gesetzt und da steht im Gesetz drin, es soll nicht korrosiv sein. Und ich sage, Kinder, es muss korrosiv sein, weil ich habe 110.000 Kilometer Leitungen, aber der Wasserversorger hat 20 Kilometer, aber nicht 110.000 Kilometer. Und darum muss das Wasser immer nachbearbeitet werden mit Gips, damit die alten Leitungen, die im Schnitt 60 Jahre sind. Ja. Wir haben Leitungen, die kenne ich mit 120 Jahren und ich habe Leitungen, die sind 10 Jahre und ich bin da schon oft massiv angegriffen worden, weil die Leute sagen, ich mache das Leitungswasser schlecht. Nee, ich sage nur, die Leitungen, die kannst du nicht mehr hermachen. Die haben verschiedene Materialien gehabt. Die hatten zum Beispiel, vor 20 Jahren haben wir sehr viel Kunststoffleitungen gemacht. Jetzt kommt raus, uiuiui, die gibt ja Bisphenol A ab. Dann hast du zum Teil noch Asbestleitungen drin. Dann hast du Stahlleitungen drin. Alles kein Vorwurf durch die Zivilisation, das ist so gewachsen, schnell haben wir es gemacht. Und so ist halt das Thema, dass das Leitungswasser den Ansprüchen, die ich persönlich
und jeder an sich stellen sollte als Transport- und Ver- und Entsorgungsmedium, dass dies dem nicht genügt. Das ist zu wenig. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, weil das sind so spannende, wichtige, wirklich Informationen, kann man wirklich sagen, die ganze Gesundheit ist wirklich abhängig davon, was für Wasser wir trinken. Ja, weil das ist so weitreichend, wir könnten da jetzt endlos darüber sprechen, alle diese Ebenen anzuschauen und dass wir das richtig verstehen, dass wir wirklich schauen dürfen, der Widerstand, der sollte möglichst hoch sein. Die Reinheit, ja. Die Reinheit. Und was jetzt auch noch, was wir vielleicht nicht so ausführlich besprochen haben, das ist, dass Mineralien sind sehr wichtig, aber nicht im Wasser, weil sie dann eben diesen Widerstand verändern, nebst all den anderen Dingen, die wir da jetzt auch mal noch außen vor lassen. Und wenn man dann eben Mineralien zu sich nehmen soll und möchte, muss, dann ist es wirklich mit grünen Smoothies, mit Pflanzen, das ist das, was wirklich dann wertvoll ist und das System kommt, ohne dass wir einen negativen Faktor dabei haben. Habe ich das richtig verstanden? Aber wenn die Leute eines heute Nacht, wenn sie ins Bett gehen, müssen sie daran denken, sie wollen morgen Auto fahren. Mhm. Und wenn sie morgen Auto fahren wollen, brauchen sie Öl und sie brauchen Benzin. 98% sämtlicher Stoffwechselvorgänge hängen am Wasser. Ja. Das hat ja Pollack nachgewiesen. Es gibt nichts. Und 99% aller Moleküle sind Wassermoleküle. Und das Bewusstsein ist ja völlig abhanden gekommen. Da heißt es dann Flüssigkeiten und so. Also wenn wir hier was aus der Sendung nehmen, dann ist es nur das Beispiel vom Auto. Wenn du schlecht tankst und zu wenig tankst, wird dein Motor irgendwann ruckeln und stottern. Der Körper ist ein Wunderwerk. Bei uns stottert er später im Alter. Und das muss nicht sein. Definitiv. Ja. Und da bin ich das lebende Beispiel. Meine Lebensweise ist nicht so gesund, wie sie sein sollte, aber beim Wasser passe ich auf. Ja, wunderbar. Also für diese vielen Informationen, ich glaube, den Menschen geht es wie mir, das ist so hochspannend, man möchte sich da weiter rein vertiefen. Wo findet man noch Informationen, wo findet man überhaupt Lösungen für dieses Wasserproblem? Wo findet man dich? Unter Mr. Water. Ja. Mr. Water, das habe ich mir mal überlegt. Das Wort Mr. Water, das ist natürlich Ehre und Verpflichtung. Ja. Und das ist die Mission und das macht unheimlich Spaß. MrWater.eu. Also wir haben sehr viele Artikel eingestellt im Bereich Wissen. Sehr spannende. Und dann kommt jetzt das Mineralien-Täuschungsbuch. Also wir sind dauernd dabei. Ich habe mein Unternehmen so strukturiert, dass man jetzt in diesem Wissensbereich noch mehr machen kann. Aus Dankbarkeit, weil mir geht es so gut. Ja. Das ist das Danke. Wunderbar. Und ich freue mich schon ganz riesig auf dieses Buch. Bin sehr gespannt, weil es ist so umfassend. Und ich bin wirklich auch dankbar für deine wunderbare Arbeit. Vielen Dank, bist du hier. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde, das ist spannender als jeder Krimi, weil Wasser ist wirklich für uns so elementar wichtig. Und manchmal verlieren wir uns in anderen Dingen, wenn es uns gesundheitlich nicht gut geht und vergessen das Grundlegendste. Und das war eine tolle Erinnerung. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Sendung wieder dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.